So, ich habe mir nach langer Zeit mal gedacht, dass ich wieder ein Video mache, denn ich würde heute gerne über zwei Sachen sprechen. Einmal bin ich die Nordbahntrasse von Bochum nach Wuppertal gefahren, das war der Hammer. Und zum Zweiten würde ich gerne über dieses tolle Gerät hier im Hintergrund sprechen. Und vielleicht fange ich damit an. Das ist nämlich mein Stromer S-Pedelec Bike und das habe ich jetzt seit gut anderthalb Jahren. Und ich muss einfach sagen, es ist der Hammer, ja. Es ist sozusagen das Chamäleon unter den E-Bikes, weil man kann damit ganz normal Fahrrad fahren. Das habe ich heute in der Nordbahntrasse gemacht. Man macht einfach den Motor aus. Dann fährt es sich immer noch. Es ist ein schweres Fahrrad dann natürlich, aber auf einer geraden Strecke kein Problem. Kann man ganz leichtgängig fahren. Und es sieht halt aus wie ein Fahrrad, ja. Man kann den Motor einschalten, dann ist es ein E-Bike. Und genau, und man kann natürlich den Motor richtig einschalten und dann ist es eigentlich ein Mofa. Und warum das Chamäleon? Naja, eigentlich ist das Ding halt ein Mofa, also man sollte auf jeden Fall ein Versicherungskennzeichen haben. Das ist mir leider zufällig abgefallen, ja, damit fällt es halt weniger auf. Deshalb kann ich auch diesen Kindersitz halt hinten drauf montieren, weil eigentlich dürfte man das alles nicht. Das ist halt eine Ordnungswidrigkeit, aber naja, das Nummernschild ist halt abgefallen. Ich habe es hinten dabei, aber ich habe es noch nicht geschafft, es wieder dran zu machen. Mache ich natürlich ganz schnell. Leider ist die Gesetzeslage halt so, dass man da nicht anders handhaben kann. Ich hatte am Anfang ein normales E-Bike und ja, und dann habe ich überlegt, ob ich das tune. Das sollte man auf gar keinen Fall machen, weil das ist dann Fahren ohne Versicherungsschutz. Aber da habe ich halt häufig einfach gemerkt, nee, das ist nicht so das Wahre, weil ich bin häufiger von Bochum nach Essen-Werden gefahren, am Baldnersee entlang und man kann einfach mit den Autos nicht richtig mitfahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Autos in der Stadt ist 37 Stundenkilometer. So ein E-Bike fährt halt maximal 25 Stundenkilometer. Wenn der Motor stark genug ist, schafft es das vielleicht auch am Berg. Und man hält die Autos halt auf. Und mit dem Ding schalte ich halt einfach den Motor an und bis 45, ich schwimme halt im Verkehr mit. Das ist cool, ja, man kriegt die Ampelphasen, man kann so schnell sein wie ein Auto in der Stadt. Man hat richtig Power den Berg hoch. Aber wenn einem das dann zu viel wird, schaltet man den Motor einfach ein bisschen wieder runter und wird halt zum Fahrrad oder zum E-Bike. Und das ist halt richtig cool. Genau, und mit dem Gefährt bin ich halt heute auch die Trasse gefahren. Und vom Bochum hoch geht es erstmal sozusagen unasphaltiert. Mich hat das total an Alpenlandschaften erinnert. So schön ist die Strecke einfach. Man hat da Bauernhöfe, man hat da Kühe, man hat Landschaft. Und richtig cool. Aber was ich noch beeindruckender fand, ist dann der zweite Teil. Ab Sprockhövel irgendwann wird es dann asphaltiert und geht dann wirklich bis nach Wuppertal rein. Durch richtig lange Tunnel und ja, man schwebt sozusagen über der Stadt, über so Brücken. Man wird nicht aufgehalten. Es ist eine ordentliche Steigung. Ich bin das auch ohne Motor gefahren. Und das ist richtig cool, weil man sich dann wirklich fragt, okay, wenn wir das mehr hätten, wozu braucht man überhaupt noch ein Auto? Ja, ich bin jetzt sozusagen gestern hin die Strecke, heute zurück. Das sind, glaube ich, so zusammen 75 Kilometer, die ich gefahren bin. Das Ding hat 0,8 Kilowattstunden Akku. Da sind immer noch 10% drin. Und es war nicht super anstrengend. Also es hat echt Spaß gemacht, man hat es schnell geschafft. Und das spricht halt einfach für diese E-Bikes. Ich habe auch viele Lastenräder auf der Strecke gesehen. Und ja, da muss man nicht mehr mit dem Auto nach Wuppertal fahren. Man braucht halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber so viel auch gar nicht. Also ich glaube, mit Unterstützung habe ich irgendwie 1 Stunde 30 gebraucht, bis ich dann im Wuppertal Zentrum war. Und das ist voll in Ordnung. Und man sieht natürlich einfach viel, viel mehr Landschaft und hat sich auch ein bisschen bewegt. Und von daher, wenn ihr überlegt, ob ihr euch ein E-Bike holt, kann ich nur sagen, ja, ein E-Bike ist deutlich besser als ein Fahrrad, weil man einfach plötzlich Strecken fährt, die man sich vorher nur mit dem Auto zugetraut hätte. Und wenn man wirklich regelmäßig pendelt und das auch über längere Strecken, dann holt euch ein S-Pedelec und nutzt halt diese Gesetzeslücke so im Prinzip oder die Ordnungswidrigkeit, dass euch das Nummernschild abfällt, weil ihr seht von außen aus wie ein Fahrrad. Und wenn man halt nicht rast auf den Radwegen, sondern da wie maximal vielleicht ein Rennrad zu seinen 30 Stundenkilometer fährt, kommt man zügig voran. Aber man hat immer die Wahl, auch mit den Autos mitfahren zu können, wenn man es wirklich richtig eilig hat. Ja, das war mal wieder der Versuch von einem Video. Ich hoffe, es waren ein paar Informationen dabei. Und ich sage euch, wenn ihr irgendwo mal die Chance habt, fahrt mit einem E-Bike die Nordbahntrasse nach Wuppertal hin und wieder zurück. Es ist wirklich der Hammer. Und jetzt chill ich hier noch so ein bisschen an der Ruhr, was ich auch jedem in diesem Sommer empfehlen kann. Macht's gut!